jetzt hier anfangen mit den Videos, es kann ja sein, dass du gar nicht willst, dass neue Chorkleidung bei euch im Chor eingeführt wird. Da habe ich, was für dich. Komm mal näher. Also, ich habe mir hier ein paar Dinge aufgeschrieben. Wenn du dich daran hältst, dann stehen die Chancen, dass alles bleibt, wie es ist und ihr für alle Zeiten eure alte Kleidung behalten könnt, ganz gut. Also, zuerst mal, du darfst dir natürlich keine weiteren Filme jetzt hier angucken, die jetzt in den nächsten Wochen gepostet werden, weil es könnte ja sein, dass du dann deine Meinung änderst. Also, nicht machen, ne? Nicht abonnieren oder sowas. So, mein ultimativer Tipp ist, wenn das nächste Mal das Gespräch in eurem Chor auf Chorkleidung kommt, dann ruf sofort rein in die Runde und sag, ich trage kein Rot. Das ist ganz gut. Noch besser, also wenn du den Druck ein bisschen erhöhen willst, kannst du auch sagen, wenn ich einen grünen Schal tragen muss, dann trete ich aus. Ist auch ganz gut. Also wird meistens packen die anderen dann ihre Ideen weg. Und das Thema ist erstmal für die nächsten Monate vom Tisch. Nur über meine Leiche. Das ist auch sowas, was man sagen kann. Die Leute wollen ja nicht, dass du stirbst. Ne? Deswegen werden sie dann ihre Ideen nicht weiter ausführen. So. Achso, was auch gut ist, wenn jetzt das Thema auf neue Chorkleidung kommt, einfach mal die Augen verdrehen. So. Oh. Ne? Dann Arme verschränken, zurücklehnen. Das ist auch ganz gut. Ne? Da kannst du dann einfach beobachten, was passiert. Was du tun kannst, also es kann ja jetzt auch sein, dass das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und es gibt schon Absprachen, ja, gibt zum Beispiel die Absprache schwarz mit Türkis beispielsweise, du musst dich ja nicht dran halten, ja, du kannst doch einfach bei dem nächsten Auftritt, trägst du halt mal blau oder rot, ne, oder pink. Kommt ganz gut, kann ich dir sagen. Ja, da gibt es ordentlich Zoff hinter den Reihen. Okay, du kannst das also, wenn du ein bisschen perfider drauf bist, kannst du das andere alles ganz andersrum einfädeln. Du kannst nämlich einfach mal zur Probe kommen und sagen, sollen wir nicht mal eine neue Chorkleidung uns anschaffen? Ne, dann sieht das so aus, als wärst du dafür, aber du kannst dich jetzt auch beruhigt zurücklehnen. Die Diskussionen werden jetzt starten. Man wird sich eingrooven in sehr schlechte Stimmung und es werden Lager entstehen und so und du bist raus. Ne, du hast ja gesagt, ja klar, neue Chorkleidung, aber das wird dann nicht passieren. Das ist doch schon mal ganz gut. So, was haben wir noch? Was kann man noch machen? Achso, du kannst ja auch einfach was mitbringen. Ja? Du kannst einfach zur Probe kommen. Vielleicht sogar zu einer richtigen Probe, so eine Konzertvorbereitung oder so. Und du nimmst einfach was mit und sagst, ich habe mir überlegt, wir wollen eine neue Chorkleidung haben, wir nehmen diese Hose. Was haltet ihr davon? Auch sehr, 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 sehr intelligent. So, auf jeden Fall solltest du dafür sorgen, dass immer alle einverstanden sind. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn irgendwie auf das Thema Chorkleidung kommt, ist es wichtig, dass da niemand überstimmt wird. Ja, also dass man wirklich eine Idee findet oder eine Lösung findet, wo alle sagen, ja, das finde ich gut. Ja? Und solltest du doch mal überstimmt worden sein, während irgend so einer Abstimmung, kannst du ja immer noch jederzeit kundtun, dass du das gar nicht gut findest, dass du kannst es körpersprachlich machen, kannst aber auch vor jedem Auftritt sagen, ich war sowieso dagegen, ja, ich wollte diese rote Schuhe sowieso nicht anziehen oder diesen gelben Schal oder was auch immer. Das sind gute Hinweise, die ich euch geben kann oder die ich dir speziell geben kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, so wird es gelingen. So werdet ihr niemals zu einer neuen Chorkleidung gelangen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.